Ich erkläre dir die Aufgabe 1 aus dem Hauptteil 2 der Abschlussarbeit für die Realschule aus dem Jahr 2022 aus Niedersachsen. Ja, in der Aufgabe, die hat drei Teilaufgaben, ist das volle Programm mit der Prozentrechnung dabei. Da geht es um vermehrten Grundwert und so weiter. Also das ganze Repertoire wird da abgerufen. Wir können die Aufgaben Stück für Stück durchgehen. Du kannst ja bei jeder Teilaufgabe vielleicht zunächst versuchen, es selber zu rechnen und deine Lösung dann anschließend mit meinen vergleichen. Ja, im Hauptteil 2, da darfst du dann auch Hilfsmittel verwenden, nämlich den Taschenrechner, und den brauchst du bei der Aufgabe auch. In der Prozentrechnung, da kannst du natürlich mit Formeln rechnen. Die Prozentformeln, die stehen sogar in der Formelsammlung. Aber ich würde dir empfehlen, eigentlich die ganze Prozentrechnung grundsätzlich ohne Formeln zu rechnen, weil die Formeln, die kann man sich überhaupt nicht gut merken und bringt da auch mal schnell was durcheinander. Ich zeige dir hier meinen Weg und dazu habe ich auch ein paar Videos auf meinem Kanal, falls du dir das nochmal genauer anschauen möchtest, wie ich das mache und was ich mir dabei gedacht habe. Das funktioniert also immer und ist einfach auch irgendwie, ja, lässt sich einfach besser merken. Okay, ich lege mal einfach los. Schauen wir uns die erste Aufgabe an. Im Juli 2020 wurde die Mehrwertsteuer von 19% auf 16% gesenkt. Ein Auto kostet ohne Mehrwertsteuer 14.560 Euro. Berechne den Gesamtpreis für das Auto inklusive 16% Mehrwertsteuer. Okay, dass das hier von 19 auf 16 gesenkt wird, das ist jetzt für diese Teilaufgabe unwichtig. Das brauchen wir später bei Aufgabe B oder C. Aber hier ist das eigentlich unwichtig. Entscheidend ist, dass es jetzt hier um 16% Mehrwertsteuer geht und dass das Auto ohne Mehrwertsteuer 14.560 Euro kostet. Wir müssen also die Mehrwertsteuer obendrauf rechnen. Ich würde es immer mit so einer Kurztabelle machen. Zack. Zack. Und dann entsprechend dort eintragen. Was ist denn gesucht? Berechne den Gesamtpreis. Ich muss also am Ende einen Preis oder einen Betrag in Euro haben. Die Größe schreibe ich dann nach rechts und nach links kommt dann die andere Größe. Und das ist bei der Prozentrechnung dann immer Prozent, also der Anteil in Prozent. Ja, erste Zeile, was ist vorgegeben? Ein Auto kostet ohne Mehrwertsteuer 14.560 Euro. Ja, wie viel Prozent sind das? Das ist das Ganze sozusagen. Das ist ja der Anfangspreis. Das sind dann also 100%. Was will ich wissen? Ich will wissen, was es mit Mehrwertsteuer kostet. Das sind dann 16% mehr. Das schreibe ich in die dritte Zeile. Das sind also 116%. Und jetzt muss ich irgendwie von da nach da kommen. Ich darf jetzt ja den Taschenrechner benutzen und deswegen würde ich also eigentlich dann immer einfach über die 1 gehen. Und dann komme ich auf 116. Ja, wie komme ich von 100 auf 1? Ich muss teilen, geteilt durch 100 und im zweiten Schritt dann mal 116. Und auf der anderen Seite muss ich dann genau das Gleiche machen. Also auch geteilt durch 100 und dann mal 116. Gut, da brauche ich jetzt den Taschenrechner, zumindest teilweise. Die erste Zeile kann ich ja noch so rechnen, durch 100, einfach das Komma um zwei Stellen verschieben. Das sind dann 1, 4, 5, 6, das Komma muss da dann hin, also 145,6. Aber 145,6 mal 116 rechne ich dann mit dem Taschenrechner. Ich nehme den mal eben dazu. Also 1, 4, 5,6 mal 116 ist gleich 16.889,60.
16.889,60 Euro. So, wo ist mein Geodreieck? Da. Doppelt unterstreichen. Fertig. Berechne den Gesamtpreis. Da wird also nicht explizit ein Antwortsatz gefordert. Und von daher würde ich sagen, das reicht so. Ja, also 16.889,60 Euro ist die Lösung. Wenn die doppelt unterstrichen ist, dann sollte es jedem klar sein und du erhältst die volle Punktzahl. Gut, weiter geht's bei Aufgabe B. Herr Arslan berechnet den Preis eines Motorrades nach der Steuersenkung. Ich ziehe 3% von 8.900 ab, denn 19 minus 16, 3%, das Motorrad kostet also 8.633 Euro. Zeige mit Hilfe einer Rechnung, dass Herr Arslan nicht recht hat. Preis inklusive 19% Mehrwertsteuer 8.900, neuer Preis inklusive 16% Mehrwertsteuer, Fragezeichen Euro. Okay, also er hat jetzt einfach 3% von den 8.900 runtergerechnet und das scheint ja dann irgendwie falsch zu sein. Das ist auch tatsächlich falsch. Bloß wie machen wir es richtig? Also wir müssen jetzt ja zeigen, dass er nicht recht hat. Das können wir ja vielleicht am schnellsten machen, indem wir einfach das richtig rechnen. Ja? Und zwar diese 8.900 Euro, das ist ja der Preis inklusive 19% Mehrwertsteuer. Das steht ja hier. Das heißt also 8.900 Euro sind 119%. Ich mache wieder so eine Tabelle. So. Und so. Also, und ich will ja wieder am Ende einen Preis in Euro haben. Das heißt, wieder kommt hier der Betrag in Euro nach rechts. Betrag in Euro und Anteil in Prozent. So, vorgegeben ist, dass der Preis inklusive der Mehrwertsteuer 8.900 Euro beträgt. Also 8.900 Euro. Das sind ja dann 100% und 19% Mehrwertsteuer dazu, also 119%. Gut. Und ich will ja wissen, der neue Preis inklusive 16% Mehrwertsteuer, das heißt, ich will wissen, was sind denn dann 116%? Das ist also gesucht. Ja, wir gehen wieder über 1, wie gerade auch. Das heißt, ich muss in diesem Fall hier geteilt durch 119 rechnen und im zweiten Schritt dann mal 116. Und auf der anderen Seite genau das Gleiche, geteilt durch 119 mal 116. So, das machen wir jetzt. Brauchen wir wieder den Taschenrechner. Geteilt durch 119 ergibt 74,79. Und das Ganze jetzt mal 116. .63 gerundet. So, das heißt also, er zahlt
inklusive 16% Mehrwertsteuer 8.675,63 €. Also eben nicht 8.633 €. Also Herr Aslan hat wirklich nicht recht. Gut, da muss jetzt noch unbedingt ein Satz hin. Den schreibe ich hier noch hin. Und dann haben wir das fertig. Also. Ja, diese Antwort würde reichen. Dafür würde es schon volle Punktzahl geben. Du hast ja eine Rechnung gemacht und hast das dann dadurch gezeigt. Okay, schauen wir uns die Aufgabe C noch an. In einer Umfrage wurde ermittelt, dass sich das Kaufverhalten durch die Steuersenkung verändert hat. Das Ergebnis dieser Umfrage wurde in einem Säulendiagramm dargestellt. Olga behauptet, es haben viermal so viele Personen mehr gekauft als weniger gekauft. Hat Olga die Informationen aus dem Säulendiagramm richtig interpretiert? Begründe deine Aussage. Okay, schauen wir uns das mal an. Ich mache es jetzt mal extra einmal falsch, weil das ist nämlich eine Aufgabe mit Falle sozusagen. Und dann mache ich es danach dann richtig. Ja, ich deute hier einmal die falsche Lösung an. Man könnte nämlich tatsächlich denken, dass das viermal so viel ist. Wenn man hier mal nachmisst, diese Säule hier hat eine Höhe von ungefähr 1,2 bis 1,3 Zentimetern. Und diese Säule, die hat eine Höhe von ungefähr 4,8 Zentimetern. Die ist also viermal so lang, die Säule. Das deutet natürlich auf viermal so viele Personen hin. Aber, und das ist hier die Falle, da muss man genau gucken, die Säulen, die fangen gar nicht bei 0 an. Das ist das Gemeine hier an dieser Grafik. Das fängt hier nicht bei 0 an, sondern direkt bei 400. Das heißt, die Länge der Säule ist hier falsch dargestellt. Wenn du mal schaust, du hast ja hier, gucken wir mal genau auf die Werte, du hast hier einen Wert zwischen 600 und 700 Personen, also sagen wir mal circa 650 Personen, ja. Und da hast du zwischen 1300 und 1400, also sagen wir mal, das sind dann circa 1350 Personen. Ja? Das heißt, das ist keine Vervierfachung, das ist ja noch nicht mal eine Verdreifachung, das ist ein bisschen mehr als doppelt so viel, aber mehr auch nicht. Ja, also auf jeden Fall ist es zum Beispiel noch längst keine Verdreifachung. So, hat Olga die Informationen aus dem Säulendiagramm richtig interpretiert? Antwort, nein. Begründe deine Aussage. Da muss jetzt also noch was dahinter, irgendeine sinnvolle Erklärung, so ähnlich wie ich es gerade erklärt habe, bloß halt in Kurzform. Ich schreibe mal was dahin. Okay, so zum Beispiel, ja, also das wäre eine mögliche Lösung. Da kann man also irgendwas Sinnvolles hinschreiben und dann erhält man dafür die Punkte. Ich hoffe, es war nachvollziehbar. Lass mir sonst gerne unten noch eine Frage da. Schau dir meine anderen Videos an und bis zum nächsten Mal. Tschüss!